Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, wir hatten uns beschäftigt mit diesem Jahwe-Gott alias Satan. Das war die Frage, die wir heute endgültig beantworten werden und haben da mit der englischen und mit der jüdischen Gematria festgestellt, dass dieselben Zahlenwerte einen gewissen Zusammenhang haben und durch diesen Zusammenhang erkennt man eigentlich, was oder wer da dahinter steckt. Und dieses Spiel machen wir heute auch nicht mit Zahlen, sondern mit Worten. Wir machen heute gemeinsam ein Wortspiel. Und zwar, erstes Wort ist Kaaba, Kabbala, Allah und Kabale. Und wenn wir uns einmal das Wort Kabale anschauen, das ist eine heimtückische, hinterhältige Machenschaft zur Erreichung von bösartigen Zielen, Anschlägen, Ränke, ein Ränkespiel. Ja, und den Ränkeschmied, den gibt es in der Bibel. Und auch diese Ränke, das sind diese bösen Pläne von Jahwe. Ja. Und ich möchte hier einsteigen mit einem Vers aus Daniel. Und mit dem werden wir dann auch abschließen. Daniel 8,23. Es wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht, erfahren in Ränken. Da ist jetzt dieser Ränkeschmied. Ja? Und seine Macht, bitte immer alles auf die heutige Zeit umlegen. Ja? Und immer im Hintergrund Jahwe alias Satan haben. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht wird er entsetzliches Verderben anrichten. Er wird erfolgreich sein und handeln. Ja, diese Macht ist eben nicht von ihm. Wir wissen, das Tier bekommt die Macht von Satan. Er wird erfolgreich sein mit Betrug und Hinterlist in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Und er wird sich auch gegen Gott auflehnen, aber ohne Menschenhand wird er zerbrochen werden. Also wir haben hier das Ende auch schon des Ränkeschmieds angegeben. Und das wird ohne Zutun von irgendeinem Menschen sein, sondern das wird von göttlicher Seite her geschehen. So viel jetzt zu diesem Wort Kabale. Jetzt kommt das nächste Wort, Kaaba, der Würfel. Ja, das ist dieser schwarze Würfel in Mekka. Dort wird Allah angebetet. Ja, da haben wir gleich zwei Begriffe jetzt. Und die Kabbala ist ja die jüdische Geheimlehre. Und Allah ist, oder man nennt ihn, oder er nennt sich, der Gott des Würfels. Wo haben wir den Würfel noch? Bei den Tefillin. Das haben wir schon alles in den Videos gehabt, wo wir über den Würfel gesprochen haben. Ich wiederhole das nur kurz für die, die die Videos nicht gesehen haben. Tefillin der Juden, ja. Das sind so kleine schwarze Würfel, immer schwarze Würfel, ja. Man sieht den Zusammenhang ja schon immer noch. Und die haben sie auf der Hand und am Kopf. Das wird dann so mit Gebetsriemen festgebunden und da sind dann ihre Gebete drinnen. Wir wissen, der Würfel wird ja auch bezeichnet, das ist das Siegel Satans. Und wenn man jetzt einen Würfel mal hernimmt, ja, diesen Würfel, auf eine Seite von diesem Würfel lauter kleine Quadrate schreibt und man schreibt da 1, 2, 3, 4, 5, 6 und darunter auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Summe von dem Ganzen dann ist, ups, das da. Ja, ebenso, wenn man die Diagonale nimmt, in der Richtung und in der Richtung, die Summe ist. Wie gesagt, es gibt Videos über den Würfel und den ganzen Zusammenhang, stelle ich euch unten rein, könnt ihr euch noch anschauen. Ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen. Also jetzt halt mal kurz fest. Die Moslem und die Juden haben also ihren schwarzen Würfel. Was ist jetzt mit der dritten Religion, mit der großen, die Christen? Wo ist da der Würfel? So, schauen wir mal in die Bibel rein. Wenn wir jetzt bei dieser Zahl schon bleiben, ja, wo findet man die? Natürlich Offenbarung. Natürlich, Kapitel 13, Vers 18. Die Zahl des Tieres ist, es ist das 13. Kapitel und in den 18 steckt dreimal diese Zahl drinnen.
Was haben wir noch? Was gibt es noch da draußen in der Welt? Kennt ihr alle den QR-Code? Ja, Quick Response, die schnelle Antwort. So schaut der aus. Fällt euch da was auf? Genau, es ist wieder ein Würfel. Und interessant ist, dass in dem Würfel drinnen noch einmal Würfel sind. Und in dem Würfel noch einmal Würfel sind. Also dreimal. QR-Code. Zufall? Es gibt keine Zufälle mehr. Nehmen wir jetzt einen Würfel und stellen den auf den Kopf, dann haben wir ein Sechseck. Ja? Und das wissen wir, das ist der berühmte Davidstern, ja? Das ist auf der Flagge von den Israeliten, das ist eben das Symbol des Judentums. Und derselbe Stern, ja, dieser sechseckige Stern, ist das Sigil Salomo, Sigillis Salomonis, haben wir auch schon Video gemacht. Ihr könnt die ganzen Videos finden, wenn Sie in der Suchleiste den Begriff eingibt. In dem Fall Sigillis Salomonis oder Sigil Salomo, dann kommen immer die Videos dazu. Und heute ist dieses Sigillis Salomonis oder Sigil Salomo das Zeichen des Meistergrades in der Freimaurerei. Und wir wissen ja, die Freimaurer haben einen Gott. Das ist der Teufel. Wenn wir jetzt den Würfel noch einmal nehmen, ja, das ist wie eine Box. Das ist ein Gefängnis. Das ist ein Gefängnis von Raum. Und wenn ihr euch erinnert, beim letzten Video, der Name von Yahweh ist Makom. Das ist der Ort oder der Raum. Ja, das ist das Gefängnis, in dem er uns gefangen hält. Und Zeit. Ja, was ist, wenn die Zeit vorüber ist? Dann ist der Tod. Und das sind die beiden Dinge, Gefängnis von Raum und Zeit. Da sind wir drinnen. Da kann uns nur einer befreien. Christus Jesus, Golgatha. Das ist nämlich, wenn wir den Würfel aufmachen, das ist das einzige Mittel, was uns befreien kann, die Menschen befreien kann. Golgatha. Jesus Christus. So, jetzt das nächste Wort, der Begriff Allah. Wir kennen ja alle den Allah, ja, wenn er ausgerufen wird. Gibt es in der Bibel auch das Wort Allah? Nämlich das heißt hinaufsteigen. Und wo findet man das jetzt? Und jetzt haben wir bitte einen Ausgangsvers. Am besten, ihr nehmt euch wieder ein Blatt Papier oder noch besser, ihr schreibt diese ganzen Sachen gleich in eure Bibel immer rein, weil wenn sie dann die Stelle aufschlagt, dann wisst ihr genau, das haben wir schon erklärt und was da eigentlich damit zu verstehen ist. Weil vieles versteht man nicht so, wie es geschrieben steht, sondern wirklich, wenn man nur tief in diese Materie hineingeht, vor allem im Grundtext und da ein bisschen forscht. Ja? Und das machen wir jetzt gemeinsam. Epheser 4, Vers 8 und 9. Darum heißt es, hinaufgestiegen, ja, das ist dieses Allah, in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. So, das schauen wir uns jetzt an. Wer ist das? Er ist hinaufgestiegen, hat Gefangene geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Was ist jetzt der Mensch? Der Mensch, das griechische Wort, das ist dieses Anthropos, das ist das sündige Mensch, dessen Benehmen, Weg und Wesen im Gegensatz zu Gott steht. Also denen hat er Gaben gegeben. Und jetzt schau mal, was sind denn das für Gaben? Und da dürfen wir unterscheiden. In der Bibel gibt es einmal die guten Gaben, nennen es, und die schlechten Gaben. Die guten Gaben finden wir, wenn man ganz weit zurückgeht, im 2. Mose Kapitel 35, Vers 35. Ab da werden diese Gaben beschrieben. Kurz Erläuterung nur, hängt zusammen mit dem Stamm Juda, mit dem Stamm Dan. Juda ist der Löwe, Dan ist die Schlange. Und dort werden diesen beiden ganz viel Weisheit gegeben, eben um Erfindungen zu machen, Pläne, Anschläge, böse Erfindungen, ja. Und von dort kommt diese schwarze Weisheit, sagen wir mal. Ja, das ist der Grund. Und der ist von Jahwe gegeben. So, jetzt schauen wir uns diese Gaben an. Das griechische Wort ist Domas. Das bedeutet Gabe. Und dieses Wort Domas legt einen größeren Wert auf das Wesen als Gabe, ja, als auf die wohlgefällige Wirkung. Ja. Also es geht vielmehr um das Wesen der Gabe von dem Gegebenen als auf die wohltätige Wirkung. Das heißt, die wohltätige Wirkung ist der Wurscht.
Ja, da kennt man schon. Da sieht man schon, was da eigentlich damit gemeint ist. Das ist nicht wohltätig oder muss nicht unbedingt wohltätig sein. Ist auch nicht, ja, werden wir gleich sehen. Jetzt schauen wir uns diese Stellen an, wo das vorkommt, nämlich diese Gaben. Matthäus 7, Vers 11. Wenn ihr nun, ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr euer Vater in den Himmel, der Gutes geben wird, denen, die ihn bitten. So, wenn man das so liest, kann man schnell drüber weglesen, ja. Wenn wir sind halt die Bösen, wir geben unseren Kindern gute Gaben, aber der Vater im Himmel wird uns das Gute geben. So, jetzt schauen wir mal, der Himmel. Zuerst steht einmal euer Vater. Ja, nicht unser Vater, sondern euer Vater. Und Jesus hat oft unterschieden, wir haben das im letzten Video genau beleuchtet, wo er sagt, mein Vater ist nicht euer Vater, sondern euer Vater. Und dann hat er es eindeutig gesagt, das ist der Teufel. Ja? So, jetzt schauen wir mal. Da wird noch einmal dieser Vater von denen angesprochen. Und in den Himmeln, ja, die Himmel, es gibt verschiedene Himmeln. Ja, es gibt nicht nur einen Himmel, es gibt Himmeln. Und die findet man in Epheser 6,12. Und dort sind neben Gott und die guten Wesen sind auch die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ja, das heißt, wenn ihr Himmel lest in der Bibel, es muss nicht immer gut sein. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen und gegen Mächte, sondern gegen Gewalten und Böse, die über diese gottlose Welt herrschen und die im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das ist das, was jetzt abläuft, ja? Das sind Wesen, die sind im Unsichtbaren, benutzen dann Menschen als ihre Marionetten und dort treiben sie dann ihr unheilvolles Wesen. Ja? Das ist diese Macht, ja, die haben sie vom Teufel, von dem Tier. Wir haben ja gesagt, der Teufel gibt dem Tier die Macht. Aber wir nehmen sie ihm jetzt. Lukas 11, 13. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben, das ist jetzt wieder dieses Wort zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater in den Himmel, der den Heiligen, na warte mal, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel Heiligen Geist gibt, denen, die ihn bitten? Da steht nämlich kein Artikel. Ja? Und wenn kein Artikel steht vor Heiligen Geist, dann kann das bedeuten, das muss nicht der Heilige Geist sein, ja? Dann kann das bedeuten, dass das der Geist von irgendjemand ist, also der eigene Geist zum Beispiel, eine andere Art von Geist, das heißt ein Geist aus der Unterwelt oder eben der Heilige Geist. Ja, Jesus sprach ja auch damals, er hauchte sie an und sprach, nehmt hin Heiligen Geist. Er hat nicht gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Nehmt hin Heiligen Geist. Und in dem Fall ist es der Heilige Geist Gottes. Ja. Nun ja. Kann ja auch das andere sein. Philipper 4,17. Nicht, dass ich die Gabe, eben diese Gabe Thomas, suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Die Neue Genfer übersetzt das so: Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von euren Gaben habt, immer weiter anwächst. So, das sind jetzt also Gaben. Da geht es um Reichwerden und um Gewinn, um Vermehrung, ja, und um Frucht. Eben in Verbindung mit diesen Gaben. Und wo finden wir jetzt all diese Begriffe noch einmal? Eben Vermehrung, Reich, Frucht und Gaben. 2. Korinther 9,11. Und ihr werdet in allem reich gemacht werden. Das ist das erste Wort. Er wird mehren die Früchte eurer Gerechtigkeit. Ja, und das heißt im Sinn von Wohltätigkeit. Haben wir gesagt, Wohltätigkeit muss oder muss nicht sein. Das Gewicht ist nicht so sehr da drauf in diesen Gaben. Und wenn wir weiterlesen, dann wird gesprochen von der Besorgung dieses Dienstes, ja, da wird er beschrieben. Das ist ein bestimmter Dienst und Besorgung, das griechische Grundtextwort heißt im Staub oder in der Unterwelt arbeiten. Und jetzt schauen wir uns den Dienst an. Da werden wir ein paar Parallelen jetzt erkennen. Vielleicht ist es eine Wiederholung, ich habe schon lange gesagt, aber zur Auffrischung ist sicher nicht schlecht. Dienst, das griechische Wort ist Liturgia. Das ist entweder der öffentliche Dienst für den Staat oder der Gottesdienst. Und da haben wir jetzt genau wieder unsere Parallelen, Staat, Kirche. Ja. Und es gibt so viele andere Parallelen, die uns irrsinnig viel zeigen. Ja, wenn wir schauen, Gemeinde.
Wo gibt es eigentlich Gemeinden auf der Welt? Wir müssen immer vergleichen, wie im Himmel so auf Erden. Wir wissen, es gibt die Gemeinde im Himmel. Und wo sind dann die Gemeinden auf der Erde? Genau. Staat und Kirche. Und wir wissen, laut Bibel ist der Petrus und der Paulus sind die zwei Schlüsselfiguren. Der eine vertritt Staat, der andere die Kirche. Und wenn wir schauen, der Paulinismus, wissen wir ja heute schon, der hat den Mithraskult 1:1 übernommen. Ja. Und in der Kirche, der Petrus, wissen wir auch, er hat ja den Herrn verleugnet. Und in Markus 8,33 tadelt Jesus den Petrus und sagt zu ihm: Geh hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern das, was der Menschen ist. Ja, also wir sehen genau die Hintergründe. Da ist der Paulinismus mit der falschen Lehre und da ist der Petrus, der ein Satan ist. Was noch auffällig ist, dass genau diese beiden, der Paulus und der Petrus, wird in der Bibel beschrieben, dass sie in Ekstase waren. Ja? Die Bibel nennt es Verzückung. Warum gerade die beiden? Da haben sie ihre Eingaben bekommen. Wo gibt es, wenn man in die Welt schaut, Abgaben? Staat und Kirche. Welche Sprache sprechen die beiden? Staat und Kirche? Latein. Latein ist die Drachensprache, Offenbarung 13. Muss ja 13 sein, ja. Anordnungen, woher kommen sie? Auf der einen Seite sind da vom Staat die Gesetze, Römer 13 natürlich, Kirche, Anordnungen, die ganzen Dogmen. Man erkennt ja schon, wenn man ein bisschen tiefer forscht und recherchiert, wie das alles zusammenhängt und sich durch diese Zusammenhänge alles bestätigt. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Zahl, der da in der Offenbarung 13, 18. Da heißt es, die Zahl, es ist die Zahl des Tieres und es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist, ja, und da sehen wir jetzt den Zusammenhang, die Zahl des Tieres und der Mensch. Wenn wir jetzt schauen, wie die Tiere zusammenhängen, auch mit Engeln, findet man das in Offenbarung 21, 17. Und er maß ihre Mauern 144 Ellen, eines Menschenmaß und eines Engelmaß. Ja? Das ist immer Mensch und ein Wesen, eben ein Tier oder ein Engel oder Dämon halt, Geist. Ja? Und das Bild haben wir immer wieder in der Bibel. Ja? Das ist der sündige Mensch, die Marionette, dahinter steht das böse Geistwesen. Ganz zu Beginn findet man das in Hesekiel 28, wo der Fürst von Tyrus und der König von Tyrus ist. Das eine ist die menschliche Marionette, das andere ist das Geistwesen, was da drinnen steckt. Ja, und wir wissen ja, dieses Kapitel ist der Fall Satans auf die Erde. Wir sind jetzt noch bei diesem Dienst. Es gibt auch dienstbare Geister. Und das sind genau die. Da finden wir in Hebräer 1,14, das sind die dienstbaren Leturgia-Geister. Das sind diese Engel, diese Dämonen. Ja. Und das sind jetzt, wenn wir das auf uns jetzt wieder umlegen, das sind die Geister in den Staats- und in den Kirchenbeamten. Und dort treiben sie ihr Wesen und setzen den Willen von Rumpel durch. Ja. Und die ganzen haben Beamte. Und wir wissen, das griechische Wort von Beamte ist Archon. Da haben wir jetzt dann wieder unsere Archonten. So, aber jetzt nochmal zurück. Wir haben ja gesagt, der hinauf gestiegen ist, ist derselbe, der hinuntergestiegen ist und der hat gefangen genommen und er gibt den Menschen Gaben. Das war dieses Wort Domas. Ja? Und jetzt schauen wir an, ein bisschen weiter in die Verse 5 und 7, da wird auch von Gaben gesprochen, aber von anderen Gaben. Das ist ein anderes Wort. Ja? Und da wird es beschrieben, Vers 5 bis 7, ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Ja, da werden die Gläubigen aufgezählt, die alle eins sind im Glauben und mit ihrem Tun, mit ihrer Anbetung. Und jeden Einzelnen ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. Und da steht jetzt bei Gabe ein anderes Wort. Nicht Thomas, sondern Dorea. Ganz was anderes. Das ist Gabe, ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk.
Es ist die Rettung als Gabe Gottes. Das ist das eine. Und da drüben haben wir gehabt, die Gaben. Die sind da, um reich zu werden, um Gewinn zu machen. Ja, und auch diese anderen Gaben, die finden wir noch einmal, wo es auch um Gewinn geht und um Profit und um Macht und um Herrschen, die findet man im 1. Korinther 12, das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Ja, wie gesagt, heilig ist nicht immer heilig. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes, da werden sie aufgezählt. Zungenrede, Heilungen, Wundertaten, können wir in Klammern setzen, Pharmazie, Leitung. Ja. Wir wissen, das griechische Wort ist Kybernetik, wir wissen auch, das ist die Steuerung und es gibt in der Bibel den Steuermann, wissen wir auch, wer das ist. Das ist der Teufel, ja, mit dem er die ganze Welt hier steuert. Ich möchte vielleicht kurz noch eingehen auf das Wort Kybernetik. Ja. Kybernetik heißt ja, es ist eine Steuerung von Geräten und von lebenden Organismen. Ja. Das ist Kybernetik und das ist ja das, was er jetzt vorhat. Und ich habe ein Gleichnis erlebt, das möchte ich euch kurz erzählen. Wir haben ja ein Quad und jetzt haben wir uns ein Steuergerät gekauft, ja, und das wird jetzt in unser Quad eingebaut. Das heißt, das wird umprogrammiert und fährt dadurch schneller. Und genauso verhält es sich mit dem. Da werden die Menschen auch umprogrammiert im Inneren, ja, da wird die DNA umprogrammiert und der Mensch wird anders. Natürlich in eine andere Richtung, böse. Ja. Ihr kennt ja das Wort, lasset uns Menschen machen, die uns gleich sind. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. So, wir sind immer noch bei dem Epheser 4, Vers 9. Da heißt es eben, der hinaufgestiegen ist. Was besagt es aber anderes, dass er auch hinabgestiegen ist? In die unteren Teile der Erde. Nicht auf die Erde, sondern in die unteren Teile der Erde. Und jetzt schauen wir uns an, was damit gemeint ist. Was sind die unteren Teile der Erde, wo der hinabgestiegen ist? Wieso ist er da unten? Was macht er da? So. Wir haben ja gesagt, hinaufgestiegen heißt hebräisch dieses Ala, hinaufsteigen. Ja? Und von diesem Ala leitet sich auch Aljon ab. Das heißt oberer, höchster. Ja, und da gibt es eben diesen Aljon oder El Aljon und das ist ein Name von dem Jahwe. Er nennt sich auch Höchster. Sieh mal, der ist hinaufgestiegen. Ja. Das heißt, er ist es, der ist aber hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde auch. Das werden wir sehen, was damit gemeint ist. Schau mal ins Alte Testament, Psalm 191, Vers 1. Komisch, da sind immer so viele Bücher drinnen und Kapitel drinnen, wo kein Autor da ist. Wer das wohl reingeschrieben hat, genauso hier, 91, gibt es keinen Autor. Und trotzdem wird es verwendet als Grundlage fürs Christentum. So, schauen wir mal. Wer im Schutz des Höchsten, Aljon, wohnt, was eben von Allah herkommt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. So, wenn man das jetzt so liest, denkt man sich nichts dabei. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. So, wenn wir aber jetzt zum Grundtext zurückgehen, wird sich hier ein ganz anderes Bild offenbaren und ihr werdet sagen, na, unter dem Schutz will ich nicht sein und in dem Schatten von dem Allmächtigen will ich auch nicht sein. Warum? Den Höchsten haben wir jetzt beleuchtet, ja? Der Allmächtige. Wer ist es? Haben wir auch schon gesagt. Wir kennen diese drei Begriffe, Herr, Gott, Allmächtiger. Das haben wir im 1. Mose 17. Da beschreibt sich Jahwe selbst mit diesem Namen, Herr, Gott, Allmächtiger. Und in diesem Kapitel ordnet er die Beschneidung des Pimmels an. Ja? Und das ist genau derselbe, der ja dann wiederkommen will, in der Offenbarung 19, Herr, Gott, Allmächtiger, der die Herrschaft angetreten hat. Ja? So, jetzt schauen wir diesen Psalm an, 91, Vers 3. Da wird gesprochen von der Schlinge des Vogelstellers. Ja, was ist das wieder? Braucht man das Hesekiel Kapitel 13 dazu? Überschrift, falsche Propheten und Prophetinnen. Worum geht es in diesem Kapitel? Das sind Männer und Frauen, die sich mit ihrem Zauber binden. An Hand und Kopf fangen sie Menschen. Ja, denen werden Krankheiten zugewünscht. Das heißt, sie fangen Menschen wie Vögel. Das heißt aber übersetzt, sie wünschen ihnen Krankheiten zu. Und diese Zauberbinden an Hand und Kopf, das ist eben das Malzeichen des Tieres an Hand und Stirn. Und die Zauberei, wissen wir griechisch, Pharmakeia. Ja? Und dort wird auch beschrieben,
die Pharmazie, wie sie eigentlich wirkt, denn sie töten damit Menschen, die am Leben bleiben sollten, und sie erhalten Leben, die eigentlich nicht mehr leben sollten. Und genau das tut die Pharmazie. Ja, viele Menschen wären schon tot, wenn sie Pharmazie nicht hätten. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wurden durch die Pharmazie förmlich getötet. So, schauen wir weiter im Psalm 91. Jetzt haben wir den Vers 5. Da wird gesprochen vom Schrecken der Nacht und Pfeile, die am Tag fliehen. Klingt nicht sehr gut, ne? Dann geht es weiter mit Vers 6. Seuche und Pest. Ja? Und das hebräische Wort für Seuche und Pest heißt auch Stachel. Und jetzt nehmen wir dazu, damit wir diese unteren Teile der Erde mehr beleuchten können, diesen Stachel. Hosea 13, Vers 14. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Ja, manche übersetzen auch, ich bin deine Pest, tot bin ich. Und genau dieser Stachel, den haben wir im Neuen Testament auch wieder. Griechisch Kentron, ja. Und den findet man, das ist nämlich der falsche Jesus, der Hebräisch spricht. Wir wissen, Jesus hat Aramäisch gesprochen, Hebräisch ist eben die Sprache der Juden. Wo es in Apostelgeschichte 26, 14 heißt, es ist hart, gegen den Stachel auszuschlagen. Ja, und Offenbarung 9 haben wir eben der Stachel des Todes. Ja. Und da wird er beschrieben, dieser Stachel ist nämlich der Stachel, der zusammenhängt mit dem Stich des Skorpions. Und wir wissen ja, der Stich des Skorpions ist das da, der uns letztendlich den Tod bringt. Und so erkennt man diese ganzen Zusammenhänge, ja. So, wer jetzt im Schutz des Höchsten ist, und Schutz heißt im Versteck, ja, also das ist nicht ein Schutz, wo man geschützt ist, sondern versteckt. Da geht es wieder um das Verborgensein. Der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Also wer sich dort versteckt, der ist in dem Schatten des Allmächtigen. Und jetzt beleuchtet man den Schatten. Hebräisch Rephaim oder Rephaim. Schatten heißt das gestorbene Totengeister, die im Finstern im Totenreich wohnen. Ja? Das ist der Schatten des Allmächtigen. Und ja, er ist allmächtig, weil er die Macht des Todes hat. Und das sind die unteren Teile der Erde. Das ist das Schattenreich, die Schatten. Ja. Der bleibt im Schatten, wer sich dort versteckt. Oder dort halt Schutz sucht. Ja. Und diese unteren Teile der Erde, dieses Totenreich, das ist die Macht des Todes. Ja, das ist dieses immer wieder Geburtsrad, dieses Gefängnis, wo man nicht rauskommt. Ja. Das immer wieder Geburtsrad, das wissen wir, das ist die Reinkarnation. Und das haben wir in Jesaja 26, 19. Deine Toten werden lebendig und meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes. Ja, das sind die Toten. Und jetzt kommt es, die Erde wird Schatten, Rephaim, eben die Toten oder Gestorbenen gebären. Das heißt, die Toten werden da wiedergeboren. Ja. Und das Wort gebären ist auch interessant. Das hebräische Wort heißt Napal. Das heißt, im Gebären heißt auch Fehlgeburt oder Missgeburt. Ja, also diese Wiedergeborenen, das sind Missgeburten. Das ist immer wieder Geburtsrat. Da kommt nichts Gutes raus. Ja. Und auch Paulus nennt sich selbst, er ist eine Missgeburt. Er gibt das sogar zu. 1. Korinther 15, 8. Ja, da sagt er, ich selbst bin eine unzeitige Geburt und das Wort heißt eben Missgeburt, Fehlgeburt. Und dieses Wort für Schatten, ja, das hebräische Rephaim, da gibt es die Rephaiter und das sind die Riesen oder die Nephilim. Und Nephilim kommt von Napal und Napal heißt Fallen, das sind die Gefallenen. Ja. Wir wissen ja, wie bist du vom Himmel gefallen? Satan fällt wie ein Blitz vom Himmel. Ja, das ist Satan und seine Dämonen. Das sind im Endeffekt alles Missgeburten. Noch einmal zurück jetzt zu unserem Ausgangstext, Epheser 4. Haben wir gesagt, darum heißt es hinaufgestiegen, in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Psalm 68, 19. Und der Psalm lautet so:
Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene gefangen weggeführt, du hast Gaben empfangen bei den Menschen. Hoffnung für alle, übersetzt das so. Du hast den Menschen Tribut auferlegt. Das findet man natürlich in Römer 13, wo der Staat beschrieben wird. Und sogar Widerspenstige sind bereit, sich Jah, J-A, das ist die Abkürzung, der Name für Jahwe, Gott zu unterwerfen. Ja, und die Gefangenen, wenn man die Gefangenen anschaut, das hebräische Wort ist Sebi. Das heißt Gefangenschaft, Beute. Das ist Verschleppung, ein gewaltsames Wegführen und Rauben. Und genau dasselbe Wort ist unser griechisches Wort Harpazo. Beute, gefangen nehmen, gewaltsames Entreißen, Rauben und das heißt auch Entrücken. Und genau das ist diese Entrückung. Ja, wir werden entrückt, dem Herrn der Luft entgegen. Das wissen wir genau, wer das ist, der Fürst der Macht der Luft. Ja. Und eben diese Entrückung, an der möchte ich nicht teilhaben, deshalb möchte ich auch nicht in diesem Schatten von dem Typen sitzen und mich auch nicht bei ihm in seinem Schutz begeben. So, wir sind noch immer bei diesem Vers, bei diesem Kapitel Epheser 4. Da gibt es jetzt den Vers 11 und 12. Ja, er gibt ihnen Gaben und dann heißt es weiter. Und er hat die einen als Amt gegeben, Apostel, die anderen Propheten, die anderen Evangelisten, die anderen Hirten, die anderen Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und da dieses Wort Dienstes, da haben wir das wieder. Ja, das ist dieses Liturgia, das ist in der Unterwelt arbeiten, im Staub arbeiten. Das ist der öffentliche Dienst für Staat und Kirche, haben wir gesagt. Und wenn hier steht, dass er beruft, was haben wir gesagt, die Propheten, zuerst nehmen wir mal die Apostel. Wir lesen in der Bibel, es gibt Pseudo-Apostolos, das sind Lügenapostel. Schauen wir uns gleich an. Dann, wenn es Propheten sagt, es gibt in der Bibel die Lügenprophetos, das sind die Pseudopropheten, also die Lügenpropheten. Es gibt auch Lehrer, nämlich die Pseudolehrer. Ja, das sind Lügenlehrer, die finden wir alle in der Bibel. Und damit meint die Bibel auch, das ist die Weisheit dieser Welt, diese ganze Wissenschaft. Und bei den Hirten, wir wissen, es gibt den falschen Hirten. Und das ist der aus der Offenbarung, der die Nationen zerschmettern will. Und Evangelisten wissen wir auch, es gibt ein anderes Evangelium, das ist das Evangelium in der Offenbarung des Antichristen, das ewige Evangelium, das Verborgene. Und es gibt auch, das ist alles Pseudo, ja, das sind die Pseudo-Lehrer, die Pseudo-Apostel, die Pseudo-Propheten und es gibt auch den Pseudo-Christus. Das ist ein Lügen-Christus und das ist der Antichrist, der die Ämter von Christus übernimmt. Was hat Jesus gemacht? Er hat gelehrt und geheilt. Und das macht der Antichrist heute auch mit seiner Weisheit und mit seinen Heilungen. Und er präsentiert sich der Welt als Gegenstand aller Hoffnungen, als Befriediger ihrer Bedürfnisse, als der Heiler ihrer Krankheiten. Er übernimmt die Ämter von Jesus Christus. Ja? Und jetzt schauen wir, wo die falschen Apostel sind und wer da jetzt im Neuen Testament dahinter steckt. 2. Korinther 11, Abvers 13. Denn solche sind falsche Apostel. Ja, und da steht im Grundtext Pseudo-Apostolos, das sind eben diese Lügenapostel. Sie sind betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Das heißt, die treten auf als die Guten. Ja, das ist ja alles gut, das rettet und ist ja alles perfekt. Nur gehört das alles zu diesem System hier dazu. Und dieses Gestaltenwandeln, das sind die Shape-Shifters. Ja? Und das immer wieder, das ist der Geist, der einen Menschen benutzt. Irgendeine Menschen, verschieden. Die können sich wandeln, sie haben immer einen anderen Menschen. Ja, und es ist nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf den ersten Vers, der Ränkeschmied, der ohne Menschenhand, ohne Zutun von Menschenhand wird er zerbrochen werden. Ich hoffe, ihr konntet erkennen, dass wenn man die Bibel liest, ja, es gibt eine Kunst, die Bibel zu lesen. Das ist
ein sogenanntes zwischen den Zeilen lesen. Ja? Und da ist es wirklich hilfreich, wenn wir den Grundtext zur Verfügung haben und dann auch eine Konkordanz, wo wir die Bibelstellen anschauen, wo kommt dieses Wort noch vor. Denn aus diesen Zusammenhängen, so wie bei dieser Lehre mit der Kabbala, bei der jüdischen und bei der englischen, sieht man durch diese Zusammenhänge eigentlich, was damit gemeint ist. Ja. Und genauso ist das hier. Und wenn wir hier die richtigen Bibelstellen uns im Vergleich anschauen und im Grundtext beleuchten, dann ist es eigentlich ganz eindeutig und offenbar. Ja, und ich wünsche euch bei eurem Bibelstudium Gottes reichsten Segen.